Was davon hergebracht? Ist wäre ein Motor und Gummi? Das haben die doch extra gemacht, dass sie eine Teile dafür brauchen. Wird nicht mal eine Sache davon hergebracht, nur die Züge. Also nicht mal das gleiche. Dann frage ich mich aber trotzdem, soll man das wirklich denn so machen? Meistens, weil die meisten ja eh keinen Zug haben. Bei Quark zum Beispiel hätte man einfach eine Plateau dafür hingestellt. Da wäre dann ein Zug durchgefahren. Da muss ja nicht jeder einzeln fahren. Und so, nach deiner Art her hat sich das jetzt angehört, als wenn wir jetzt drei Züge für Quark bauen. Also, ja. Ja, so kam, so habe ich es. Ja, anstatt nur einen. Also es könnte jetzt die größte Möglichkeit Ja, werden. das wäre, das wäre, Ja? Was war da drin? das wäre, das wäre sinnvoller. Ja, da ist deine Theorie besser. Es könnte jetzt die größte Möglichkeit werden mal. Wie lang ist unser längster Zug? Vier, ne? Vier Waggons, glaube ich. Und das sind gerade mal Ja. unsere Weltraumluftzüge hier. Es ist jetzt die größte Möglichkeit, einen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langen Zug zu bauen. Dadurch. Aber ist doch cool. Eigentlich 8, aber die eine sind die Turbomotoren ziehe ich mit raus, weil das ja mit dem Turbomotor Stahlzug da. Da müssen wir nur hinten ranhängen. Da muss keiner mehr zum Stahl fahren. Keiner will der gleiche holen. Einen 7 Gut, langen okay, dann Zug machen wir zu das holen. so. Gut, Dreimal okay, dann machen wir das so. Quarz, einmal Schwefel, einmal Kupfer. Stickstoff haben wir zweimal. Das war's, ne? Das sind vier verschiedene Items, wenn ich richtig zähle. Quarz, Stickstoff, Schwefel und Kupfer, ja, das sind vier verschiedene Items. Also müssen wir einen erweitern und fünf Bahnhöfe bauen, wenn ich es richtig zähle. Weil hier muss ja auch einer hin. Dann bauen wir mal hier ab. Ja, natürlich, wir Oder bauen schon mal erst hier hier, wir hin. sind jetzt schon hier. Wenn ich das Zeug dafür dabei habe. Oh, hast du nicht noch Ich hab das. Computer? Ja, nicht viele. Aber ich hab das. Du bist Wie da? viel? 21 Stück. Hast du auch für zufällig Motoren dabei? Nee, habe ich nicht. Warte, werden hier Motor hergeliefert? Ja. Ja, ist ja Oh, cool. meine. Oh, lecker. Muss ich nicht extra nochmal zurückfahren, um mir welche zu holen hier. Schön, bauen wir den Bahnhof dann aus. Machen erstmal das mit dem Stahlzug, ne? Mit dem Ja. Turbomotor. Der kommt sogar gerade an hier, ne? Weltraumlüft-S-Zug, das ist der hier. Weltraumlüft-S-Zug, Stahlzug, Abkürzung gewesen. Der ist sogar das. Ist ja sogar was leer gegangen. Ja gut, wir haben den jetzt die ganze Zeit angeschlossen. Der hatte sogar 5 Hänger drin, siehst du das? Ja, Ja, ist der da cool. hat 3. Was hat der denn transportiert? Puh und Ö. Der Quarz und Öl. Ja, da können wir auch die drei Dinger dahinter machen, dann ist das ein 6 langer. Guck mal, sparen wir uns noch einen Zug, müssen wir nur einen Bahnhof bauen. Und du meinst jetzt hier den Bahnhof nur erweitern? Hier, den hier auch. Wir können beide erweitern. Den um einen und den hier um drei. Weil der fährt zu Quarz, steht da oben. Quarz und Also Öl fährt der. brauchen wir jetzt nicht noch zusätzlich eine Station bauen. Ja, wenn wir alle Teile damit weg. Ne, wir kriegen nicht alle, wir müssen einen neuen Zug bauen auf jeden Fall. Aber wir müssen bei manchen Stationen keinen neuen Bahnhof bauen. Das heißt, wir sparen uns Bahnhöfe. Wir müssen die nur erweitern. Die jetzt sehen. Das meinte ich schon. Ja. Ja, cool, dann fangen wir hier an bei dem hier. Der Stahlzug kriegt ein. So, das ist jetzt easy. Hier weggerissen. Du kriegst jetzt hier noch eine Frachtplattform hinter. Da, Schiene, komm her, wieder ran da. Fertig. Das war's. Ja, gut, das Ding hier noch drinnen betätigen, dass er hier die Sachen rausnehmen soll und nicht rein. Und jetzt müsste man den nur anschließen. Das sind die Turbomotoren. Das müssen wir bei Stahl dann nochmal machen, da reinmachen und dann sind wir schon durch mit dem. Was ist denn hier noch? Können wir hier auch noch was hinnehmen? EBK-Zug. Oh, den kenne ich auch noch. EBK, was ist das für eine Abkürzung gewesen? Eisen, Beton, Kupfer. Guck mal, hier können wir Kupferpulver mit transportieren lassen mit dem hier. Der fährt bei Ja, aber Kupfer. Was? Kupferpulver produzieren wir, lassen wir aber bei Kupferpulver. Ja, und der hier fährt nach Kupfer. EBK. Eisen, Beton, Kupfer. Also. Lädt er das denn als letztes auf? Was ist hier drauf? Kabel. Das ist doch Kupfer, oder? Ja, Kabel ist Die Kupfer. ersten beiden Sachen sind Eisen. Das zweite hier ist bei Beton. Und das dritte ist bei Kupfer. Kabel. Okay, so. Bing, bing. Badabing, boom. Boom. So, fertig. Müssen wir nur da dann auch Okay. mal. Cool. Warum Ja, wir müssen die verbrauchen Züge dann aber nochmal einen Zug hinten dran geben und Güterwagen und so, wenn wir sie mal sehen, ne? Nicht vergessen. Machen wir zum Schluss. Im Moment ist ja nur, dass erstmal die Bahn fertig sind. so und den hier um drei verarbeitern oder Ja, welche Züge. Teile fehlen denn noch? Welche müssen denn, also wir müssen auf jeden Fall noch einen Zug bauen, das weiß ich jetzt schon. Für den Rest, weil wir kriegen ja nicht alles weg. Bei Stickstoff zum Beispiel fährt keiner hin. Wir haben jetzt wie viele Teile weg? Zwei, ne? Kupferpulver und Turbomotoren. So, wenn ich auf Discord gucke, kannst du die Sachen für. Nee, egal, nee. Lass. Turbomotoren haben wir weg und Kupferpulver bei Kupfer. Genau, jetzt fehlt noch Quarz, das sind die drei Stück hier drin. Und Schwefel und Stickstoff. Für Schwefel und Stickstoff machen wir einen extra Zug. Das sind auch drei Teile, das sind auch drei lang. Also jetzt gleich hier ran noch eine Plattform. Ja. Oh nein, ich habe keine schweren modularen Rahmen mehr. Aber die werden ja auch hergebracht. Wie breit ist ein Bahnhof? Es waren immer sieben.
Wann baust du schon wieder, ey? Natürlich. Alter, meine Maus so, wie die langsam hinterhergeht immer. Guck mal, ich habe den nächsten Bahnhof fertig. Wie schnell das geht. Jetzt habe ich keine Stahlträger. Stahlträger werden aber auch hierher vorhin gesehen. Und fertig? Ja. Oh, schon Löcher in den Boden. Ja, ich helfe dir jetzt ein bisschen. Sind das MK1? Ich kann hier doch eh nicht. Also hier, das verbinden wir mal zum Fluss. Wir müssen erstmal das Zeug hierher liefern lassen. Würde ich gerne erst machen. Wollen wir mal Stahlträger hier. Warte, der hier rausgenommen. Zug. Mal hier die Sch Was ist denn hier? Was habe ich denn hier gemacht? Oh, eine ganze Schiene hier. So, wie macht man das normal? Jetzt zum Quereinsteiger, also Ende der Plattform. Und dann 3. Und dann die Kurve. Dann ein und ein bisschen. Ah ne, das waren 2. Du fährst zu. Du bist der Weltraum. Lief. S. Punkt. SS. Punkt. S. Punkt. S. Punkt. Heiß. Das sieht auch blöd aus. Schwefel. Stickstoff. Stickstoff, Schwefel. Ah, egal, ich hab mal naja. Absolut nicht so genommen. Der Zug steht. Sven, der Zug ist da. Da muss ich Ja. noch einen Waggon hinten ranhängen. Wir finden wieder schwere Modulare. Nein, der lädt die gerade aus, die schweren Modulare. Was machst du denn? Hältst ihn an? Ich bin hier eingestiegen, dann, dass du einen Waggon hinten ranhängen kannst. Ich muss kurz warten, weil ich auch schwere Modulare Rahmen hat ja. Hat ja die ganze Zeit geladen hier. Hä? War die nicht hier in dem Zug? Quatsch, das war im anderen, warte mal. Außerdem hat der, ist der jetzt 5 lang, ne? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Der kriegt ja noch einen Zug hinten. Wann er jetzt? Warte, ich muss nur mal Signalisatoren stellen. Kommt ja gar nicht mehr vor jetzt. Die Leute meinten ja, man soll den ja andersrum machen, weil das besser aussieht. Nö. So, kannst fahren lassen. Okay. Guck mal, der erste Zug, der mal noch einen Zug hinten dran hat, noch eine Lokomotive. Der erste Zug, der mal doppelt so viel Strom verbraucht, als er überhaupt braucht. Willst du mitfahren? Warum fährst du Überhaupt. mit? Fahr nur ein Stück mit. Ja, wir sind noch gar nicht fertig. Da kommt schon ein neuer, ne? Hey, Fahren wir du dem. hast hinten dran, aber du hast aber hinten dran noch eine Lok gebaut statt einen Waggon. Ich habe einen Waggon und eine Lok dran gebaut. Siehst du das nicht? Ja, habe ich gesehen, aber. Wozu Ja. noch eine Lok? Ja, weil eine Lok immer 4 Stück nur ziehen kann. Sonst kommt die nachher in den Berg nicht mehr hoch. Auch wenn hier keine Berge richtig sind, ich halte mich aber trotzdem dran. Ne? Ab 5 kommt eine Lok hinten dran. Fertig. So, hier fährt doch irgendwo noch einer rein. Ne? Ja, da. Halt den auch an. Bei KÖ. Hier. Der hält gerade an. Ja, der ist gerade angekommen. Ah, er belädt noch. So, bin drin. Okay. Der braucht, der kriegt ja jetzt 3 Stück. Der wird richtig lang. Jetzt ist der längste denn. So. Ja, und dann noch eine Lok hinten dran. Ja. Muss ich noch kurz bauen. Der hat jetzt 7 Stück dann. Der braucht auf jeden Fall eine. Ab 9 würde er noch eine kriegen. So. Kann fahren lassen, wenn du willst. Das nenne ich mal einen dicken Zug. Ich hoffe nur, dass wir wirklich beachtet haben, dass die Weltraumliftzüge dahinter kein. Also, dass die dahinter Platz haben, ne? Weil sonst bringen die jetzt irgendwer mit. So, einer muss noch kommen. Den will ich jetzt schon gerne warten. Ah, ne, der EBK-Zug ist gerade unten bei Kupfer in die Richtung. Der dort noch, noch. Was machst du denn? Ich fahre. Oh, Junge. Der muss denn einmal komplett drehen jetzt wegen dir, weil der. Weil der erst zu dieser Station fährt, wo er drinnen stand, eben gerade, jetzt nicht mehr. Da musste er erstmal eine Wendung suchen und dann musste er hier wieder herfahren, um dann erst loszufahren zu können. So sind die ja eingestellt. Deshalb parke ich den immer ein Stück hinter den Bahnhof. Der erst in den Bahnhof reinfährt, um dann loszufahren. Wenn das fährt, fährt, fährt er. So, steht da fast. So, den habe ich noch gar Schade, keinen. dass die keine. Schade, dass die keine Kilometerzähler haben. Dann sehe ich ja Junge, immer. das wird ja dann riesig werden. Die hören ja nie auf. Was würde riesig werden? Ja, der Kilometerzähler. Nee. Nicht. Irgendwann ist die Zahl so groß, dann würde es lange dauern, bis ich immer umschnappt. Ich hab schon ICE-Kilometerstände gesehen, die hießen irgendwas mit 14 Millionen. So, und 100 Millionen gibt es nicht. Und 100 Millionen wären ja 9 Stellen. Aber das muss das Spiel erstmal reinbringen. So, der Zug hier hatte noch keinen Namen, jetzt hat er einen. So, und jetzt geh mal dahin, mal weiter an den Stellen. Den Das weiß Stellen. ich ja nicht wo. Wir müssen Also, wir jetzt haben die jetzt Bahnhöfe bauen, noch die anderen, die fehlen. die Bahnhöfe erweitern. Ja, die erweitern und den einen bauen jetzt halt. Also alle anderen Stellen, die noch fehlen jetzt. Nochmal hin. Und da das Ganze einliefern lassen. Und dann kommt das hier alles an schon. Und dann müssen wir nur hier das Ganze reinschließen und sind wir fertig. Das war's. Geht eigentlich relativ fix.
Aber dazu müssen wir mal die ganzen anderen Bahnen rüber. Also die Erweiterung und eben halt die neuen. Zwei neue Bahnen rüber. Statt fünf.